Die Woche startet mit einem Smoothie. Jetzt gibt es etwas von der köstlichen Ananas, verlinkt ihr euch unten nochmal. Mega geil. Und noch eine Handvoll Ananas. So, jetzt gibt es für mich einen Salat, der nicht mal 1,50 Euro gekostet hat. Das ist richtig groß und da sind Tomaten drin und da sind Lauchzwiebeln drin und das ist Salatherzen sogar. Hat nicht mal 1,50 Euro gekostet, ein riesiger Salat, weil ich am Samstag wieder die Sachen gekauft habe, die alle schon ein bisschen abgelaufen, ein bisschen angeranzt waren. Und ja, einfach 1,50 Euro, ein riesengroßer Salat und den gibt es jetzt zum Abendbrot. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Etwas Ananas. Und zum Abend gibt es einen reichhaltigen Salat mit viel Zwiebeln, mit Spinat und Sprossen. Dazu auch noch Tomaten und eine Paprika ist auch noch dabei. Richtig schöner großer Salat. Essig, Öl, Salz und Pfeffer ist er gewürzt. Und am Morgen geht es wieder los mit einem Smoothie. Eine Handvoll Ananas. Eine Handvoll Sprossen. Und hier gibt es noch ein paar selbstgemachte Lebkuchen in Rohkostqualität. Das Rezept findet ihr in dem Buch, was ich euch unten verlinkt habe, das von der Silke ist und in der Infobox. Und auch heute gibt es wieder einen Smoothie zum... Und jetzt gibt es hier ein bisschen schwer zu erkennen, Kakis. 5 Stück. Beziehungsweise jetzt sind es nicht mal 5, aber es waren mal 5. Und jetzt am Abend gibt es nochmal Hanna Abschiedsessen. Und zwar, das ist Hanna. Das ist Abschiedsessen und ja, das ist Toast mit veganem Käse und Tofu und was auch immer drin. Tomatenmark und alle. Veganer Käse. Haben wir schon gesagt. Jo, ganz tolle Sachen. Und das ist jetzt sozusagen das Abschiedsessen, weil das ist heute unser letzter Abend. So, das ist eine ziemliche Smoothie-Woche, würde ich sagen. Jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Und jetzt gab es ein paar Paprikastreifen. Und jetzt esse ich 2 Kakis und danach noch ein paar Südfrüchte. So, und jetzt gab es bei der Silke verschiedene Sachen. Das waren Linsenköfte, der ist sogar noch da. Oh, das sind noch Linsenköfte da. Ich glaube, da werde ich einen von den 2 essen und einen Höflichkeitshappen werde ich da lassen. Dann gab es hier Mandarinen, dann gab es einen Weißkohlsalat und Nudeln, die gab es auch irgendwo. Und das gab es jetzt zum Abendbrot, da habe ich richtig fett reingehauen.